Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command im Ersten Weltkrieg. Mehrspieler gegen den Gefährten von Joy Force. Und hoffentlich haben die Russen nicht zu viel angestellt. Auch sonst alle Gegner. Nimm mal, ob der eine in Lemberg noch überlebt, die Runde. Scheint erstmal für den Moment gehalten zu halten an den Alpen, aber wenn da mal an einer Position irgendwas zusammenbricht. Ah, das U-Boot darf auch mal was machen. Okay, an sich also ging der Zug eigentlich. Und irgendwann müsste Russlands Moral ja mal niedrig genug sein. Nachschubmangel. Der Bolschewiken senkt die russische Moral, sehr gut. Ach, Griechenland ist dann demnächst dabei. Geht jetzt natürlich auch nach Österreich und Deutschland leider auf Dauer. Bolschewiken ergreifen die Macht in Russland schon. Ein Chor. Ach, Österreich endlich mal mit ein bisschen mehr. Und hier noch ein paar. Okay, wenn die Bolschewiken die Macht schon haben, dann dauert es ja nicht mehr lange. I4, aber es ist halt nur eine Abteilung. Weil es nicht zwangsläufig machen, finde ich. Wird man eh nicht gesünder, ihr haltet einfach das weiter. Du bist auch verschanzt, du hältst das weiter. Geh noch ein bisschen drauf, einfach um die russische Moral noch mehr zu schwächen. So, eure Artillerie hattet, der ist Upgrade, dann kriegst du schon mal den Tech. Kann man den damit vielleicht irgendwann mal rausbomben, wenn hier ein paar mehr Einheiten frei sind? Also sie können uns ja hier nochmal eben welche geben. Dann sollen die sich darum kümmern. So, dann wie sieht's hier aus? Ach ja, warte, Griechenland ist ab dem nächsten Zug dabei. Ich glaube, Griechenland hatte nicht viele Einheiten, aber irgendwer sollte trotzdem den Weg hier nach Sofia decken. Nicht, dass man in Zug 1 unangenehme Überraschungen erlebt. Überlegen auch noch in die Stadt selbst einen reinzuschicken. Nur so, um ganz sicher zu gehen. Gut, aber der Rest darf gerne weiter nach vorne. Kommt da nicht ran. 1-1 muss man jetzt nicht zwanghaft machen. Außer man hat nichts anderes. Na gut, mit dem lohnt das nicht. Du hast noch eine 6er Versorgung, ja. Haben wir hier einen Schwung österreichischer Truppen und müssen da mal mittelfristig schauen, wo die hin können. So, denen müssen wir irgendwie helfen und dazu schlagen wir uns jetzt von dieser Ecke hier durch.
jeder Schuss ein Treffer, möchte man sagen. Kommen da jetzt leider nicht ran. Die, die hier bis eben eingekesselt haben, werden jetzt auch nicht stark sein. Aber du kommst immerhin hier hin. Können da auch zur Not per Gewaltmarsch nachrücken. Zumindest ein Weg hier in Richtung ist frei, auch wenn da noch ein Feind dich kontrolliert ist. Leider nur so eben überlebt, da müsste mal verstärkt werden. Hat sich jetzt eher wenig gelohnt. Hier könnte man vielleicht mal entlang. Einfach nur ein bisschen Land zurückzuholen. Mit noch einer Einheit, die das versuchen kann. Sehr gut. Und dann von diesen übrigen österreichischen Einheiten kann dann einer schon mal da wieder rein. Der Russ als Moral ist ziemlich am Ende. Der ist ja nur eine Abteilung, deswegen kann man da, finde ich, so ein 2-2 auch sehr gut mitnehmen. Du wirst natürlich verstärkt, soweit es geht. Die müssten eigentlich auch alle mal rundum verstärkt werden. Wie wir das jetzt. Obwohl ein paar Punkte brauchen die Österreicher noch. Durchlaufen. Ach, du kommst doch hier hin mit. Ich hatte gehofft, die Artillerie könnte ein bisschen in Deck. Obwohl. Nee, die waren jetzt schon alle dran. Muss die Artillerie das da halt irgendwie überstehen? Das ist hier zur Not irgendwie eine zweite Reihe. Gut. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Warnwasser, reduzierte Bewegung wegen Winter. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann kann der Reiter da keinen Ärger machen. Der Ort ist jetzt besetzt. Natürlich hier schon mal ein Dwinsk nächste Einheit ranbringen. Zweifel einfach noch einen Moment belagern. Also falls es doch noch länger dauert, dass man ein paar Truppen bereit hat für ein neues Angriffsziel. Ich gehe halt eigentlich davon aus, dass die jetzt gefälligst irgendwann mal kapitulieren. Dann wäre dann noch ein paar Österreicher und hier auch genügend Lücken. Also du verschanzt dich vielleicht mal. Du verschanzt dich. Du bist verschanzt. Auch verstärkt. Okay, 3-0. Kann man gerne mal versuchen. Und machen. Okay, ihr habt hier wenig Chancen, aber steht immerhin tief verschanzt. Boah, da können wir vielleicht den Reiter da loswerden. Das ist gut. Das ist gut. Dann, das ist. Noch eine Abteilung. Irgendwer muss ja in Belgrad stehen. Vielleicht hier, der wäre wahnsinnig teuer in der Reparatur. Bist du erstmal dahin? Sonst sammeln wir uns schon mal da drüben. Das Akku auch mal ein bisschen fitter. Du bleibst noch hier für die ein paar restliche Truppen, die dann mithelfen sollen, das hier noch demnächst irgendwann zu erobern. Die neuen österreichischen Einheiten sind dann gemeinhin hier schon mit hin und
einfach die Frontbreite ein bisschen erhöhen. Okay, hier ist noch eine Abteilung kommen. Dann zieht die ein paar Angriffe auf sich und geht drauf. Aber dafür überstehen die anderen Einheiten das dann wahrscheinlich. Gut, das sieht doch hier endlich mal vernünftig aus. Nach langer Zeit euch hier auch mal verstärken. Ja, ihr macht das. Die Flotte kann erstmal ruhig weiter Ruhe genießen und weiterhin einige britische Schiffe. Man ja gerade recht gut angreifen kann mit den U-Booten. Sieht das Schiff einfach. Ja, noch mehr U-Boote. Können ja eigentlich da draußen auch recht gut überleben. Und zum Beispiel die meisten der Großschiffe sich jetzt aber in einen Hafen sollten. Ich kann jetzt vielleicht der Zerstörer hier. Sehr schön. Kannst dich vielleicht auch mal ein Stück weiter zurückziehen. Also stattdessen geht mal ein gesundes Schlachtschiff her, das was machen kann. Und im Zweifel da in den Hafen noch zurückkommt. Dann vielleicht auch hier ein bisschen näher dran. Hatten ja jetzt schon die ein oder anderen netten Angriff, wenn man das noch ein paar Züge fortführt, ist plötzlich auch eine Invasion Großbritanniens nicht sonderlich weit weg. Ich sag mal, sich durch Frankreich schlagen, das wird ja auch noch eine ganze Ecke dauern, auch wenn man Artillerie und alles hat. So, dann haben wir die Westfront. Wann hatten die Deutschen nochmal? Ach, wenn alles klappt im nächsten Zug, die nächsten Artilleriewaffen, das ist gut. Vier Geschosse, vier Geschosse, drei Geschosse. Und mal, die Einheiten da dran sind jetzt nicht die gesündesten. Erstmal heilen und, ja gut, du versuchst mal das Feld da zu holen. Achso, inzwischen haben die Französischen kann ja dann doch auch mal ihr Artillerie-Upgrade. Das heißt, die werden dann ganz schön zurückschießen können demnächst leider. Aber wenn man jetzt mehr Truppen hätte, da durchbricht und die Kanone angeht. Das wäre schön. Aber alles eher nicht möglich. Wir könnten halt noch versuchen, den da anzugehen. Auch die nächste französische Artillerie. Also auch schon alle da. Ja gut, machen wir den platt. Wir müssen ja nicht vorrücken. Was ich jetzt fast vergessen habe, die Deutschen haben ja die Infanteriewaffen, aber hier im Westen kann man die gerade eh nicht ausgeben und die mussten hier alle auch offensiv draufhauen. Er hat sich bewegt. Dachte, du kannst die mal kriegen. Gut. Gefühlt eine Einheit hier, die kriegen konnte. Das mussten natürlich in den nächsten Zügen mehr werden. So, und ja, du kommst mal damit hin. Dann in der Forschung. Ja, ich bin dann wirklich im Überlegen, so eine Landung in England als Alternativplan aufzubauen. Und dafür bräuchten wir amphibische Kriegsführung. Marinewaffen werden auch nicht schlecht, aber das können wir uns nicht mehr leisten. Genauso wie all die anderen tollen Sachen. Na gut, jetzt noch ein zweites Jagdflugzeug. Wenn die Artillerie durch ist, muss man eher die Infanteriewaffen noch auf 2 bringen. Naja, zumindest einer ist schon mal drin.
Seid pleite und ihr könnt eigentlich mal auf euer zweites Geschütz sparen. Mehr inzwischen auch schon gut Artilleriewaffen. Das hat hier auch ein bisschen forciert mit einer Landung. So ein Marinebomber wäre sicherlich auch ganz nett. Aber vielleicht brauchen wir erstmal weiter Masse. Da kriegt das Upgrade nicht direkt. Das ist lästig. Okay, vielleicht mal eine Kavallerie, wenn es irgendwo eine Lücke gibt. Teilung weiß ich jetzt nicht. Wir müssen. Ah ja, die Vulkane natürlich auch noch eine Artillerie, die man irgendwann kaufen muss. Die Osmanen sparen auf die nächste Artillerie. Dann mit unser kleines U-Boot hier. Der dem. Okay, komm. Du kannst irgendwo hier schon mal in die osmanischen Häfen und da tanken fahren. Jetzt fährt er natürlich noch in einen rein. Aber gut, dann nehme ich an, dass Russland jetzt wirklich, ich weiß, ich spreche seit Runden darüber, bald erledigt ist, dass das hier auch. Dann kann man sich hier stark drum kümmern. Auch an der Westfront. Dann ist nochmal der nächste Grabenkrieg. Auch demnächst. Und halt ganz langfristig im Zweifel, ob man hier vielleicht was machen kann, weil jetzt schon einige Schiffe, einige große Schiffe mehr von den Briten versenkt haben, als selbst verloren haben. Wer weiß, ob da mal was möglich ist, wie auch immer. Wir beenden erstmal den Zug. Oh, warte. Waren hier nicht zwei Aufklärungsbomber im Osten, zwei Deutsche oder nur einer? Oder, ach nee, der Österreicher ist da. Nee, gut, passt schon. Obwohl, wir haben noch 82 Punkte. Wenn man schon so langsam auf Schiffe denkt, kann man ja auch mal eins wieder ein bisschen fitter machen. Ja, jetzt verbreiten sich natürlich auch bei uns deutsche Ideen. Das ist ein bisschen unschön. Es hat sich eine Möglichkeit geboten, den Krieg im Osten zu beenden, indem wir in Bastitowsk einen Friedensvertrag mit der bolschewistischen Regierung unterzeichnen. Da würde im Osten alles Mögliche verändern. Informationen. So, also die Unterzeichnung des Friedensvertrags wäre schon gut. Wenn wir ja sagen, wird sich im Osten ein bisschen was verändern. Nein, sagen wir, der russische Widerstand verstärkt. Ne, sonst schließen wir Frieden auf jeden Fall. Ende 1915 und die Welt ist ein bisschen chaotischer geworden. Immerhin, die ganzen russischen Einheiten sind weg, also jetzt ist die Lage hier drüben dann doch mal entspannt. Dann kann man hier alles hochtecken und nutzen und aufbauen. Dürfte auch ein paar Pünktchen, weil haben wir wirklich noch mehr Pünktchen? Wir haben jetzt auch ein bisschen Land verloren, natürlich. Ja, jetzt kommt auch Churchill nach vorne, jetzt wo Russland weg ist. Ah, Artillerie 2, sehr gut. Dann haben wir auch Forschungskapazitäten wieder frei. Gut, 727, aber nur dank denen hier plus 100. Naja, das ist aber doch mal ganz nett, dass man im Osten jetzt Ruhe hat. Noch ist die Moral jetzt gut. Das muss man irgendwie nutzen, um im Westen Folge zu erzielen. Und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.